Hey, bist du gut darin, Fremde zu retten, die am Straßenrand gestrandet sind, vermisste Ehemänner wiederzufinden und Pralinen zu zählen? Dann wirst du dieses Quiz mit Links meistern. Behalt im Kopf, wie viele Rätsel du richtig gelöst hast und sieh dir dein Ergebnis am Ende an. Oh, und zählen mich zu den Pralinen hinzu. Nummer 1. Was ist es? Wenn Wasser darauf spritzt, sickert kein Tropfen hindurch. Aber wenn es sich viel bewegt, verliert es Flüssigkeit. Wenn du es schlägst, ändert es seine Farbe. Es bedeckt eine ziemlich komplexe Sache, ist aber einfach zu biegen. Was ist es? Es ist deine Haut. Nummer 2. Wie viele Menschen? Ein King, eine Queen und zwei Twins sind alle gemeinsam in einem Raum. Und trotzdem gibt es dort keine Erwachsenen. Wieso? Es sind nicht einmal Menschen, es sind Betten. Nummer 3. Das Problem des Fahrers. Ein Mann fuhr eine Landstraße entlang, als einer seiner Autoreifen platzte. Beim Wechseln verlor er versehentlich alle vier Radmuttern. Die Straße war menschenleer und der Fahrer befürchtete, er müsste viele Stunden auf jemanden warten, der ihm helfen könnte. Aber ein Kind, das in seinem Auto vorbeifuhr, sagte etwas, das dem Mann half, sein Problem zu lösen. Welchen Rat gab das Kind dem Fahrer? Aha. Der Junge sagte dem Mann, er solle eine Mutter von jedem der übrigen Reifen entfernen und damit den neuen Reifen sichern. So konnte der Mann zur nächsten Tankstelle gelangen. Nummer 4. Eine Partie Schach. Zwei Männer spielen Schach. Sie haben bereits 5 Spiele gespielt und jeder Mann hat 3 davon gewonnen. Wie ist das möglich? Die Männer spielen mit unterschiedlichen Gegnern, nicht gegeneinander. Nummer 5. Welcher Brief? Sieh dir das Bild an und versuche zu erraten, welcher Buchstabe unter dem Flugzeug sein sollte. Der Buchstabe A. W steht für Wasser, L ist der Buchstabe von Land und A steht für Luft. Nummer 6. Königreich in Gefahr. König Thomas hat keine Kinder, die seinen Thron erben konnten. Deshalb beschloss er, einen Wettbewerb abzuhalten, bei dem er einen würdigen Nachfolger finden wollte. Er gab jedem Teilnehmer einen Samen und kündigte an, dass die Person, die die gesündeste und schönste Pflanze anpflanzen würde, der nächste Herrscher werden würde. Am finalen Tag des Wettbewerbs sah der König hunderte von Menschen mit Pflanzen aller Größen und Formen. Aber er ignorierte selbst die allerschönsten Blumen. Seine Wahl fiel auf ein Mädchen, das einen Topf mit nichts als feuchtem Schmutz in den Händen hielt. Wie kommt es, dass sie gewonnen hat? Der König war ein freundlicher und ehrlicher Mann und legte viel Wert darauf, dass sein Erbe dieselben Qualitäten besaß. Er gab den Teilnehmern keine Samen, sondern winzige Kieselsteine. So fand er heraus, dass alle außer dem Mädchen betrogen hatten. Nummer 7. Der magische Bart. Ich kann jeden Tag rasieren, aber mein Bart bleibt unverändert. Was bin ich? Ich bin ein Barbier. Nummer 8. Ein Paradoxon. Ja, es ist das, was du brauchst, wenn du 2 Boote hast. Okay, hier kommt die echte Frage. Du kannst entern, aber du kannst nicht hinein. Im Inneren gibt es Platz, aber keinen Raum. Es hat Schlüssel, öffnet aber keine Tür. Was ist es? Es ist ein Computer. Nummer 9. Nur Wasser.
Was bricht immer auf dem Wasser, aber niemals an Land? Eine Welle. Nummer 10. Das Rätsel des Antiquitätenhändlers. David war ein berühmter Antiquitätenhändler in seiner Stadt, aber es gab eine Menge Leute, die ihn beneideten. Der Mann hat eine junge, wunderschöne Tochter namens Lisa. Eines Abends, als der Antiquitätenhändler in seiner Werkstatt beschäftigt war, klingelte sein Telefon. Ein Mann sagte ihm, dass sie seine Tochter hatten. Wenn er sie wiedersehen wollte, müsste er seine Schmucksammlung einem Mann geben, der vor der Tür wartete. Es war nicht das erste Mal, dass jemand David bedrohte. Deshalb bat er um ein Gespräch mit seiner Tochter. Er stellte ihr nur eine Frage. Ich habe 2 Hände, aber ich kann mich nicht kratzen. Was bin ich? Als David keine Antwort hörte, sagte er, das ist nicht meine Tochter, und legte auf. Was ist die Antwort auf dieses Rätsel? Lisa hätte gewusst, dass ihr Vater von einer Uhr sprach. Nummer 11. Schwarze und weiße Hüte. 4 Jungs stehen auf mehreren Stufen. Alle blicken in dieselbe Richtung. Eine Mauer trennt den 4. Jungen von dem Rest. Junge 1 kann Junge 2 und 3 sehen. Junge 2 kann Junge 3 sehen. Alles, was Junge 3 sieht, ist die Wand. Und Junge 4 kann die anderen nicht sehen. Die Jungs tragen Hüte und wissen, dass 2 der Hüte weiß und 2 schwarz sind. Welcher Junge wird der Erste sein, der die Farbe seines Huts herausfindet und sie laut ruft, wenn die Jungs sich weder umdrehen, noch miteinander reden oder ihre Hüte abnehmen dürfen? Es wird Junge 2 sein. Junge 3 und 4 können die Hüte der anderen nicht sehen. Junge 1 sieht einen schwarzen und einen weißen Hut und weiß, dass sein Hut entweder weiß oder schwarz sein kann. Junge 2 sieht einen schwarzen Hut. Er erkennt, dass wenn er auch einen schwarzen Hut tragen würde, Junge 1 erkennen würde, dass sein Hut weiß ist. Und da er bisher noch nichts gerufen hat, bedeutet das, dass Junge 2 einen weißen Hut trägt. Nummer 12. Pralinen. Mark als auch Daniel hatten jeweils eine Schachtel Pralinen. In jeder Schachtel befanden sich 12 Pralinen. Mark aß ein paar Pralinen. Dann öffnete Daniel seine Schachtel und aß die gleiche Anzahl Pralinen, die in Marks Schachtel übrig waren. Wie viele Pralinen haben die beiden Jungs jetzt noch? Sie haben gemeinsam 12 Pralinen. Nummer 13. Ein Wolkenkratzer. Welches Gebäude hat die meisten Geschichten? Eine Bücherei. Ja. Nummer 14. Ein U-Boot-Fall. Es war Weihnachtsmorgen, als ein U-Boot-Kapitän einen seiner Seemänner bewusstlos in seiner Koje entdeckte. Jemand hatte ihn auf den Kopf geschlagen und es konnte nur jemand aus der Crew sein. Der Kapitän hatte 3 Verdächtige: Jackson, Christopher und Nathan. Er befragte sie und das waren ihre Antworten. Jackson: Ich hab's nicht getan. Ich hab die Ausrüstungen im Maschinenraum überprüft. Christopher: Als es passierte, habe ich die Böden im Esszimmer gereinigt. Nathan: Zum Tatzeitpunkt hatte ich mit meiner Freundin geskypt. Wer lügt? Es war Nathan, der seinen Kameraden schlug. Auf U-Booten gibt es kein Internet. Nummer 15. Wer ist der Ehemann? Schau dir das Bild an und versuche herauszufinden, wer der Ehemann der Frau ist. Es ist der Mann auf dem ersten Foto. Die Frau trägt einen Anhänger mit dem Buchstaben L und der Mann hat den Namen Lisa auf dem Hals tätowiert. Nummer 16. Was bin ich? Alle Leute fragen nach mir, aber beinahe jeder hasst mich. Für manche Menschen bin ich eine Katastrophe. Für andere bin ich eine echte Erleichterung.
Was bin ich? Ich bin die Wahrheit. Nummer 17. Gefangen. Du wurdest von einem verrückten Professor in einem geheimen Labor gefangen genommen. Du findest einen Korridor, an dessen Ende du auf drei Türen stößt. Hinter der ersten Tür gibt es einen Riesenhai. Hinter der zweiten gibt es ein tiefes Loch mit scharfen Speerspitzen am Boden. Und hinter der dritten Tür verbergen sich unter Spannung stehende Stromdrähte. Bevor du genug Zeit hast, eine Entscheidung zu treffen, beginnt sich der Korridor mit Wasser zu füllen. Entscheid dich schnell, welche Tür kann dein Leben retten? Wähle die zweite Tür. Sobald sich der Korridor mit Wasser füllt, kannst du über die Speerspitzen schwimmen. Nummer 18. Keine Verwendung. Es ist nur nützlich, wenn es voll ist. Und doch, es ist immer voller Löcher. Was ist es? Es ist ein Sieb. Nummer 19. Ein gefeuerter Manager. Mark, Jim und Bob arbeiten als Manager im selben Büro. Eines Tages wird einer von ihnen gefeuert und ein anderer bekommt eine Beförderung. Der verbleibende Manager möchte zuerst zurücktreten, ändert dann aber seine Meinung. Du weißt, dass derjenige, der gefeuert wurde, älter als der Rest und Single ist. Jim ist jünger als der Manager, der beschlossen hat, bei der Arbeit zu bleiben, und er kennt Bobs Frau nicht. Wer wurde gefeuert? Es ist nicht Jim, weil er jünger ist als der Manager, der bleibt. Es ist auch nicht Bob, denn der ist verheiratet. Das bedeutet, dass Mark gefeiert wurde, Jim befördert wurde und Bob beschlossen hat, in seiner Position zu bleiben. Das war's. Und jetzt die Ergebnisse. Diejenigen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben, aber nur 0 bis 7 Rätsel lösen konnten, Kopf hoch. Serienrätselknacker geben zu, dass sie jeden Tag geübt haben, bevor sie ein mehr oder weniger beeindruckendes Ergebnis erzielt haben. 8 bis 14 gelöste Rätsel bedeuten, dass du kein Anfänger mehr im Rätsellösen bist, aber möglicherweise mehr trainieren musst. Und wenn du 15 bis 19 Rätsel richtig gelöst hast, herzlichen Glückwunsch! Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ist heute dein Glückstag oder bist du ein ernsthafter Rätselexperte? Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video ein Like und teil es mit einem Freund. Und hier sind ein paar andere Videos, von denen ich denke, dass sie dir gefallen würden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleibe auf der Sonnenseite des Lebens.